اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Immerbarmherzigen. Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung von Presseschau, MTR Presseschau. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen sei mit ihm, ist für uns ein Vorbild. Und dieses Vorbild hat uns gelehrt, dass wir Gerechtigkeit, Frieden, Toleranz und Liebe in der Welt verbreiten sollen. Dieses Vorbild jedoch wird durch dieses Buch, was momentan in der deutschen Literaturwelt viele Leser findet, in Frage gestellt. An dieser Stelle muss man hinterfragen, was dieser Autor schreibt, was er dem Propheten Mohammed, Friede und Segen sei mit ihm, zuschreibt. Und zu dieser Situation haben wir uns hier zusammengefunden und wir möchten hier eine Entgegnung zu diesen Thesen finden. Ahmed Abdel Samad. Er ist bekannt für seine vermeintliche Islamkritik. Sein neues Buch ist voller Zündstoff. Er wettert gegen den Propheten der Muslime, Mohammed, Friede und Segen Allahs seien auf ihm. Das Psychogramm, das er zeichnet, ist für Muslime ein Hetzpamphlet der Übertreibungen, Fehlschlüsse und Lügen. Doch das Werk erntet Applaus. Seit 3 Wochen führt er die Spiegel-Bestsellerliste an. Die Kassen klingeln. Blitzlichtgewitter, egal wo der Autor auftaucht. Hamid, der Mutige, so wird der neue Popstar der Islamkritik gefeiert, fast überall. Doch wer genauer hinschaut, bemerkt vielleicht die stillen Schreie einzelner Intellektueller. Das Buch sei schlechte Wissenschaft, gefährlicher Populismus, nicht mehr. Ja, wir sehen, da sind einige Punkte, einige Kritikpunkte, die Herr Ahmed Abdel Samad in diesem Buch aufgeworfen hat, die uns nochmal exemplarisch vorgeführt worden sind. Es ist eine große Debatte am Gange, die wir hier in unserer Sendung behandeln wollen. Wir haben dazu ein paar Gäste eingeladen, die das heute mit mir in dieser Form diskutieren werden. Als erstes möchte ich zu meiner Linken Herrn Tahir Chaudhry vorstellen, der freier Journalist ist und sich hier bereit erklärt hat, Stellung zu beziehen. Herzlich willkommen in der Sendung. Zum anderen, als theologische Stimme haben wir heute Herrn Gamal Ahmad zu Gast, der Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist, der auch das Theologische Institut der Gemeinde hier in Deutschland durchlaufen hat. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, wie wir schon im Intro, in dem Eingang sozusagen schon gesehen haben, hat dieses Buch einige Wellen geschlagen. Es ist sehr bekannt geworden. Und im Vorfeld dieser Sendung gab es auch einige Diskussionen mit Experten, ob man überhaupt über dieses Buch diskutieren sollte. Sollte man diesem Mann eine Bühne geben? Ja? Ist es überhaupt zu diskutieren, was hier drin steht? Was sagen Sie dazu? Ich würde dazu sagen, das ist eine wichtige Frage, weil Muslime immer wieder damit konfrontiert werden. Dahinter steckt eigentlich die Frage, warum könnt ihr das nicht einfach ignorieren? Und man muss einfach feststellen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Flüchtlingszahlen steigen. Und es ist einfach eine große Angst und ein Misstrauen gegenüber dem Islam da. Und in diesem angespannten Klima ist dieses Buch erschienen, Mohammed eine Abrechnung, und es führt die Bestsellerlisten an und hat Millionen von Haushalten erreicht. Nicht nur durch dieses Buch, sondern durch Lesungen, durch Stellungnahmen, durch Interviews, durch verschiedene Auftritte in den Medien. Und das ist einfach ein weiterer populistischer Beitrag zur Debatte, zur Islamdebatte, die schon seit Jahren anhält. Und es schürt weiterhin Vorurteile und schafft einfach Misstrauen. Und die Muslime haben jetzt die Aufgabe, diesen emotional geführten Diskurs, diesen hysterisch geführten Diskurs in eine seriöse intellektuelle Ebene zu heben. Aber warum glauben Sie, halten es viele nicht für diskussionswürdig? Also scheut man sich sozusagen vor der Debatte oder was würden Sie da ausmachen? Nee, für viele gibt es einfach keine Motivation. Sie sagen, das ist ein Buch wie jedes andere.
Wir sagen aber, weil wir als Muslime hier leben wollen, ja, und in Frieden leben wollen, in Harmonie leben wollen und dass uns auch ein gewisser Grad von Toleranz sozusagen entgegengebracht wird, wollen wir einfach nicht einfach zusehen, wie Menschen damit mit so einem Material verseucht werden. Und wir wollen dass auf seriöser Ebene, auf intellektueller Ebene eine Antwort darauf liefern, damit den Mühlen der Rechtsdenker das Wasser entzogen wird. Also Sie sprechen ja schon von Verseuchung, also das ist eine harte Kritik, die wir im Laufe der Sendung noch weiter sozusagen tiefer eingehen werden. Herr Imam, vielleicht nochmal an Sie. Man hat das Gefühl, da ist jemand aufgestanden aus dem Muslim heraus, der hat sich sozusagen von den sozialen und religiösen Zwängen befreit. Ist das ein neues Phänomen in Ihren Augen? Nein, absolut nicht. Also es hat schon, seitdem es Propheten gibt, seitdem es Religion gibt, hat es schon Religionskritik gegeben. Es ist natürlich zu unterscheiden, was für eine Art von Religionskritik das ist. Wenn man sich dieses Buch jetzt gerade anschaut oder ähnliche Bücher, dann sind die meistens auch unfundiert und haben nicht wirklich greifen nicht auf authentische Quellen zu. Und wenn man Religionskritik ausüben möchte, muss man sich mit der Religion auskennen. Das ist ganz wichtig. Man muss das Wesen dieser Religion überhaupt verstanden haben, die Ziele dieser Religion verstanden haben und das Leben des Begründers, was er sich ja, Hamid Abdessamad, sich vorgenommen hat für dieses Werk, muss auch entsprechend studiert sein und vor allem unvoreingenommen. Aber dieses Phänomen, dass Propheten geschmäht werden und dass sie verleumdet werden und dass sie immer in so ein bestimmtes Licht dargestellt werden, gab es schon immer. Leider sogar auch durch selber religiösen Werken, selber heiligen Schriften, zum Beispiel auch durch die Bibel. Wir finden da einige Propheten, die in einem falschen Licht gestellt werden. Ich muss ausdrücklich erwähnen an dieser Stelle, dass es durch Menschenhand passiert ist, dass es eben auch solche Menschen waren, die ihre persönlichen politischen Ziele einfach instrumentalisiert haben durch die Macht der Religion oder an die Religion rangegangen sind mit diesen Dingen. Sehr richtig. Aber an dieser Stelle muss ich ja nochmal nachhaken, weil viele Christen sehen ja auch diese Schmähungen oder diese ihrer Meinung nach falschen Zuschreibungen. Sie ordnen das in ihre Welt irgendwie ein. Aber sie sagen, wir halten es aus. Also es wird verlangt, dass man es aushalten kann. Also können Sie das überhaupt aushalten? Naja, aushalten ist so eine Sache, wie man das definiert, was aushalten ist. Wie ein Muslim mit so einer Situation umgeht, ist, wie ich schon bereits erwähnt habe, wenn wir auch von christlichen Propheten reden, die in ein falsches Licht gestellt werden, dargestellt werden, tut es den Muslimen ebenso weh, wie es mit dem heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, immer wieder geschieht. Denn die Muslime haben dieses selbstverständlich aus ihrem Glauben heraus, dass es nicht nur einen Propheten gab, beziehungsweise es gab 124.000 Propheten, das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen Allah sein auf ihm, auch selbst so gelehrt. Und all diese Propheten sind sozusagen Statthalter für der göttlichen Person. Und sei es Jesus Christus, sei es Aaron, dem zum Beispiel in der Bibel vorgeworfen wird, dass er dieses goldene Kalb zusammen mit den Anhängern von Moses hätte dort zustande kommen lassen und dann diese Götzenanbetung stattgefunden hat. All diese Dinge sind in dem Islam widerlegt worden und man distanziert sich von einer solchen Betrachtung der Propheten, da wir sie als reine und unschuldige Wesen betrachten. Und wenn wir diese Betrachtungsweise nicht haben, dann fällt es uns schwer, Dinge zu erörtern, die 14 Jahrhundert zuvor stattgefunden haben oder auch 2000 Jahre vorher. Ja. Also vielleicht an Herr Chaudhry nochmal an dieser Stelle. Also würde Sie es genauso aufregen, wenn andere Propheten, also Propheten anderer Religionen auch beleidigt werden würden? Wie gesagt, zum Muslim gehört er dazu, dass er die anderen Propheten auch akzeptiert, andere Religionen auch als Religion wahrnimmt, die von Gott gesandt wurden. Also sie sind in ihrem Kern wahr. Nur die Sache ist die Art und Weise der Kritik. Also wir müssen auf jeden Fall unterscheiden zwischen Kritik und Hetze. Ja? Und was in dem Fall auch Hetze ist, wir werden das später noch näher beleuchten. Aber für uns ist klar, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Jeder hat das Recht auf ein freies Gewissen. Man kann bestimmte Aspekte des Islam problematisch finden. Man kann nicht mit ihnen übereinstimmen. Aber
Und das befördert ja auch den Dialog, ja. Aber es ist was anderes, die Abschaffung einer Religion zu fordern und Muslime bewusst zu beleidigen, bewusst das, was ihnen heilig ist, zu beschmutzen. Aber für viele Menschen ist ja in der heutigen informierten Welt Fakt, dass in vielen islamischen Ländern es Blasphemiegesetze gibt. Da stellt sich die Frage, natürlich, wie hätte der Prophet, weil Gegenstand dieses Buches ja nicht nur heute ist, sondern auch das 7. Jahrhundert, wie hätte denn der Prophet Mohammed, Friede und Segen sein mit ihm, auf so eine Schmähung, auf so eine Hetze oder wie Sie das beschreiben, reagiert? Ja, wenn wir das Leben des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam studieren, dann werden wir sehr stark merken, dass sein ganzes Leben als Prophet, die 23 Jahre, die als Prophet gelebt hat, stark von Kritik und von Tyrannei sozusagen geprägt waren. Aber nirgends sehen wir, dass der Prophet Muhammad seine Ruhe verloren hat oder in anderen Formen der Gewalt sozusagen Erwiderungen gesucht hat. Ein sehr charakteristisches Beispiel ist der Fall von Abdullah bin Ubay bin Sulul. Das war, er wird in der islamischen Literatur auch als der Anführer der Heuchler bezeichnet. Dieser Mensch ist hat ständig versucht, den Propheten Muhammad in seinem Rang zu erniedrigen und Muslime gegen den Propheten Muhammad und gegen seine Autorität aufzuhetzen. Und bis hin zu, dass es auf einer Reise einmal gekommen ist, dass er das Bündnis, was der Prophet Muhammad geschaffen hatte, von den Auswanderern aus Mekka, den Muslimen, und jenen, die ihnen geholfen haben, die als die Helfer bezeichnet werden, wieder Streit anzuzetteln und vor allem auch zwischen jenen Stämmen, die in Medina, wo der Prophet Muhammad von außen kam, schon früher Kriege geführt haben und zu Brüdern gewachsen waren. Ja? Und er hat immer wieder versucht, da wieder Diskrepanzen aufzubauen. Und als das ein bestimmtes Limit erreicht hatte, hat sogar sein eigener Sohn angeboten, den heiligen Propheten Muhammad, dass er sich an ihm rächt. Aber der Heilige Prophet Muhammad hat es nie eingesehen, dass man auf diese Art und Weise solchen Menschen entgegnet. Und es sei wohl gemerkt, dass der Heilige Prophet Muhammad, als dieser Mensch verstorben war, der so oft versucht hat, den Heiligen Prophet Muhammad zu beleidigen oder sonst irgendwie zu schaden, dass er zu dem Leichnam gegangen ist und das Totengebet gebetet hat, entgegen dessen, was seine Gefährten, treue Gefährten von ihm gefordert haben, dass er das eben nicht tut, weil er so erwiesenermaßen ein Heuchler gewesen ist und weil er immer wieder den Islam und die Person des Propheten versucht hat zu schaden. Aber der Prophet Muhammad hat gesagt, auch wenn Gott dies quasi verboten hat, werde ich versuchen, das mehr als 70 Mal für diesen Menschen zu beten, und hat sogar seinem Sohn ein Gewand von sich gegeben, das als Totenbekleidung dienen sollte, da, einfach um zu zeigen, wie er mit diesen Leuten auch umgeht, vielleicht auch genau um Akzent zu setzen für unsere heutige Zeit, über die er ja so viele Prophezeiungen auch gemacht hat, dass Muslime entsprechend so reagieren, was ein gefundenes Fressen für solche Leute ist, wie Hamid Abdus-Samad, ist eben durch diese Aktion des Propheten Muhammad damals schon eigentlich unterbunden worden, schon anders gelehrt worden. Das Vorbild des Propheten Muhammad ist ein ganz anderes. Also Barmherzigkeit stand im Vordergrund, Kritiker wurde sozusagen es gewährt, Kritik zu äußern. Also der Islam ist ja ganz klar darin zu sagen, also es findet sich im Koran kein einziger Vers, der sagt, es gibt eine irdische Strafe für Blasphemie. Der Islam sagt immer, man soll besonnen reagieren, geduldig sein und Selbstkontrolle üben. Aber was von uns jetzt gefordert wird, wenn Leute sagen, ja, warum regt ihr euch denn darüber auf? Ja, also man stößt uns immer wieder mit dem Speer an und sagt, hey, also ja, man schmerzt uns ständig und sagt, warum schmerzt es euch, warum regt ihr euch auf? Ja? Also die Sache ist, wir lieben den Islam und leben den Islam, und dann kommt ein Mensch und behauptet, besser zu wissen, was wir glauben. Ja? Und da sagen, wehrt man sich auf argumentativer Ebene. Und was wir einfach hier mit einfach bezwecken wollen, ist, dass diese Verbreitung von Gerüchten, von Lügen, dass die unterbunden wird, weil sie zu mehr Angst und mehr Misstrauen gegenüber Muslimen führt. Und man sieht an der Art und Weise, wie Abdus-Samad argumentiert, einfach, dass er nicht daran interessiert ist, mit uns zu kommunizieren. Er möchte nicht überzeugen, er möchte auch nicht verändern, sondern er möchte zerstören. Er möchte, wie er selber sagt, alle Brücken abreißen, ja, und des Dialogs. Und er verletzt alle möglichen Spielregeln, die es dazu gibt. Rationalität, Respekt, Logik.
Ja. Okay, bevor wir jetzt dazu überkommen, wie er sozusagen vorgeht in seinem Buch, wäre es vielleicht ein bisschen zu wissen, vielleicht einige Zuschauer sind da vielleicht nicht so bewandert. Können Sie eventuell ein bisschen was zu seinem Werdegang sagen? Also wo kommt er sozusagen bildungstechnisch her, Ursprungsland, eventuell so diese Dinge? Wäre da ganz interessant zu wissen. Hamer Abdeshamad ist ägyptischer Abstammung. Er hat lange Zeit in Ägypten studiert. Er hat Englisch, Französisch, Japanisch und Politik studiert und hat dann, und das ist wichtig zu wissen, viele sagen, er ist Islamwissenschaftler. Er hat den Lehrstuhl dann für Islamwissenschaft in Erfurt erhalten und hat dann nebenbei auch Bücher geschrieben, wo er beschrieben hat, wie sein Wandel war von einem Fundamentalisten zum Islamkritiker. Und da waren seine Thesen aber nicht so spitz. Die wurden immer, immer spitzer, weil er gemerkt hat, dass er damit Geld macht. Und dann kam er in die Deutsche Islamkonferenz und hat sozusagen so seine, also deswegen hat er, wird er so als seriös angesehen. Und dann gibt es eine wichtige Frage, das klang schon an. Viele denken, ja, das ist ein Muslim, einer von denen, der jetzt mal endlich spricht. Ja, der sagt, wie es da innen drin aussieht. Aber wenn man ihn fragt, ob er Muslim ist, dann versucht er dem auszuweichen. Er sagt, ja, ich bin kultureller Muslim, aber ich bin mittlerweile von Glauben zum Wissen konvertiert. Mhm. Also er sagt unter anderem, er ist skeptisch gegenüber jeder Art von Religion. Und eine Sache, die sehr selten beleuchtet wird, ist, dass er Teil einer Bewegung ist, einer Stiftung, einer atheistischen, man sagt sogar missionarischen Atheismus, sagt man dazu. Das ist die Giordano Bruno Stiftung. Und er ist Teil davon und wird auch von denen unterstützt. Und die fordert die Abschaffung der Religion. Sie möchte eine Verbannung der Religion aus der Öffentlichkeit. Das sehr radikal. Sehr wichtig. Und so muss man das auch lesen, das Buch. Also es sind sehr wichtige Punkte, vielleicht auch als Hintergrund für viele Zuschauer. Aber was, glaube ich, nochmal wirklich interessant wäre, wäre zu wissen, Sie haben das Buch gelesen. Ja? Sie haben sich sozusagen den Aufwand gemacht zu lesen, weil oft ja auch gesagt wird von Islamkritikern, unsere Kritiker lesen uns nicht. Genauso wie Sie vielleicht den Vorwurf machen, dass Sie die Quellen nicht lesen würden, gibt es auch diesen Vorwurf zurück. Was mich interessieren würde, ist, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sich da durchgearbeitet haben? Also einfach mal auf der Gefühlsebene, ohne jetzt vielleicht den Inhalt groß zu bewerten. Was war Ihr Gefühl? Man quält sich durch. Also man quält sich von der ersten Seite aus durch, weil man ist jedes Mal vollkommen darüber erstaunt, wie viel Fantasie dieser Mensch hat. Also sehr, sehr viele Vermutungen. Das merkt man an der Wortwahl. Wir gehen noch später ein bisschen mehr drauf ein. Und man fragt sich, wie kommt er auf sowas? Also es sind so viele Übertreibungen dabei, so viele Falschdarstellungen. Also er pickt sich einen Aspekt aus der Biografie des Propheten raus, Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was er dann macht ist, er spinnt sich daraus seine eigene Geschichte. Und wie ist da die Vorgehensweise? Also wie ist das inhaltlich strukturiert? Könnten Sie dazu eventuell was sagen? Ja, inhaltlich Struktur. Also er stellt am Anfang eine Synthese auf, worauf er dann seine ganze Argumentation aufbaut und führt dann wahllos, selektiv bestimmte Quellen heran, die es gibt, ja, aber die auch nicht, also in der islamischen Gelehrsamkeit auch sehr kritisch betrachtet werden. Also das sind schwache Überlieferungen, Aussprüche und Praxis des Propheten. Und es gibt eine Prophetenbiografie, auf die er immer wieder sozusagen verweist. Das ist die von Ibn Ishaq und die wird auch sehr kritisch gesehen. Und er nimmt alles für bare Münze, was darin steht. Und das ist nicht wissenschaftlich. Yeah. Also es ist nicht mal populärwissenschaftlich, weil er teilweise ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, woher er das Ganze hat. Also genug haben wir jetzt schon über das Buch gesprochen, also viel so, wie es entstanden ist, welchen Hintergrund etc. Nun ist es vielleicht auch für unsere Zuschauer sehr, sehr interessant zu wissen, können wir überhaupt diesen theologischen Punkten, die er da aufgeworfen hat, oder quasi theologischen, wie Sie das gerade herausgearbeitet haben, also können wir dem überhaupt was gegenhalten? Und dazu haben wir einen Beitrag vorbereitet, der in dieser Hinsicht uns einen kleinen Überblick gibt. Worum geht es dem Autor Hamed Abdeshamad? Was will er mit seinem Buch erreichen? Seine Argumente. Zitat: Das Buch ist keine neue Biografie Mohammeds, sondern meine ganz persönliche Annäherung an das Leben des Propheten. Außerdem, Mohammeds Gefährten hätten wie IS-Kämpfer agiert und unrechtmäßig Karawanen überfallen. Untereinander ist man freundlich, aber gegenüber Feinden gnadenlos. Die Ehe mit der jüngeren Hazrat Aisha kritisiert er und kommt zu dem Schluss,
Jahrhundertelang sollte das Heiraten von minderjährigen Mädchen im Islam durch Mohammeds Ehe mit Aisha legitimiert werden. Dann, Mohammed starb vor 1400 Jahren, doch endgültig begraben wurde er nie. Er hinterließ ein Regelwerk, das bis heute jede Angelegenheit des muslimischen Alltags bestimmt. Ja, wir haben einen guten Überblick bekommen über das, was die theologische Debatte angeht. Einige Fragen, die ich auch gleich präzisieren werde und auch gleich an unsere Gäste stellen werde. Man hat das Gefühl, da ist ein mutiger Mann. Ja, da ist ein Mann, der sich was traut, ja, bestehende Verhältnisse umzuschmeißen und all diese Dinge zu tun. Und nochmal ganz kurz, bevor wir in die theologische Debatte einsteigen, wenn Ihnen das entgegengebracht wird, was denken Sie da? Sie haben das Buch gelesen, Sie haben den Werdegang verfolgt. Wie ist das einzuschätzen? Also es ist ein sehr subjektives Buch. Es ist ja seine eigene Abrechnung, die er macht. Weil er eben, also wenn man seine Biografie anschaut, dass er hat auch Erfahrungen gemacht, die schlecht sind, also die sehr schmerzhaft waren für ihn. Aber was er jetzt macht, ist einen persönlichen Rachefeldzug zu starten gegen den Islam. Und ob das mutig ist, kann man eigentlich mit einem Vergleich, könnte man sich das verdeutlichen, dass es überhaupt nicht mutig ist. Wir leben in einem Land, in dem Muslime in der Minderheit sind. Wir leben in einem Land, in dem es heißt, dass Studien belegen, dass jeder Zweite Angst vor dem Islam hat. Jeder Zweite ist misstrauisch gegenüber Muslimen. Und jetzt stelle man sich mal vor, da möchte jemand Kritik üben am Christentum und geht nach Saudi-Arabien. In ein strikt wahhabitisches Land, in ein diktatorisch geführtes Land, in eine Monarchie. Er geht dorthin und übt Kritik am Christentum. Natürlich bekommt er Applaus. Natürlich bekommt er Medienauftritte. Natürlich wird sein Buch ein Bestseller werden, weil es in diesem Land Angst oder es gibt Misstrauen oder es gibt die Überzeugung, dass Christen falsch liegen mit ihrer Lehre. Und da so etwas zu bringen, ist nicht mutig. Aber an diesem Punkt, ich meine, wenn Sie schon das Beispiel mit Saudi-Arabien bringen und dort es vermeintlich, ein Applaus für Christenkritiker geben würde, würden Sie da auch sozusagen als Gemeinde applaudieren, wenn sozusagen Christen in dieser Form verschmäht werden würden? Auf gar keinen Fall, denn der Islam und der Prophet Mohammed hat schon damals einen gesunden Dialog verlangt und gefordert. Also das ist überhaupt nicht die Art, dass man sich unfundiert auf etwas, auf ein Niveau herablässt und dann versucht, eine Religion zu kritisieren, sogar zu beleidigen und dabei gar nicht beachtet, mit wie vielen Gefühlen, von wie vielen Menschen die Gefühle man dabei verletzt. Und in diesem Fall, wenn man das Buch jetzt an den Propheten gerichtet ist und somit 1,6 Milliarden Menschen sozusagen auf einer Gefühlsebene angreift und verletzt und wie er das schon am Anfang ausgeführt hat, man geht verantwortungslos damit um, was man dadurch überhaupt erzeugt. Denn man muss ja nicht... Wir müssen gestehen als Muslime, die das auf einer intellektuellen Ebene sozusagen auch entgegnen können, dass es viele, viele Muslime gibt, die aus ihren aus historischen Gründen, aus sozialen Gründen einfach nicht gebildet sind und daher damit nicht umgehen können. Und gerade wenn man aus Europa kommt und vermeintlich auch wissenschaftlich arbeitet, sollte man doch das verinnerlicht haben, was man dadurch auslösen wird. Man wird wieder Gemüter erhitzen und man baut wieder die Ebene auf, dass sowas passiert, was wir in unseren... Ich glaube, an dieser Stelle muss man auch klarstellen, dieser Anspruch sozusagen an Dialog und Öffnung und all diese Dinge. Wir haben auch an die Zuschauer vielleicht nochmal gerichtet, also wir wollten nicht nur einen einseitigen Dialog führen. Also uns war auch bewusst, dass zu einem Dialog zwei Seiten gehören. Wir haben auch versucht, dass Herr Abdelsamad auch in dieser Sendung in irgendeiner Form beiwohnt. Wir haben es ihm offen gelassen, wie, aber er hat dies verneint und dementsprechend ist es wichtig, dass wir unseren Standpunkt in dem Fall auch dann klarstellen. Zur theologischen Auseinandersetzung. Es werden viele Vorwürfe erhoben, wie Sie es auch gerade dargestellt haben in diesem Buch. Wir können anfangen und würden über mehrere Tage hier sitzen und jeden einzelnen Punkt beantworten können. Das ist der Anspruch. Aber wir beschränken es auf zwei Blöcke, die, glaube ich, auch in der Gesellschaft sehr brisant sind.
Zum einen ist es das Thema Krieg und Gewalt, der Umgang damit des Propheten, Friede und Segen sein mit ihm. Also wenn wir Sallallahu Alaihi Wasallam vielleicht nochmal an die Zuschauer, wenn wir Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, heißt es einfach Friede und Segen sein mit ihm. Das ist eine Form der Respekterweisung, die wir dem Propheten geben, genauso wie Jesus auch am Ende Friede sei mit ihm dazu sagen. Aber auf den Punkt nochmal zurückzukommen, Krieg und Gewalt ist sozusagen das erste Stichwort und da heißt es an einer Stelle, dass er sagt, der Prophet hat die ersten 10 Jahre in Mekka gelebt, war dort Verfolgter, die darauf folgenden 13 Jahre lebte er in Medina und war quasi Herrscher. Ja? Was heißt quasi Herrscher? Er war Herrscher. Und die Art und Weise, wie mit Liebe, sozusagen Gerechtigkeit und Frieden umgegangen wird, ändert sich von Mekka nach Medina. Das heißt, die Sicht des Propheten bzw. des Koran ändert sich zu Krieg und Gewalt, sozusagen, wo der Prophet, Friede und Segen sei mit ihm, vom Unterdrückten zum Herrscher wird. Was würden Sie dem entgegnen? Das ist absolut falsch interpretiert oder falsch analysiert. Wenn man die Situation damals noch mal vor den Augen führt, es war nicht so, dass man vorher seine Gegner nicht gewarnt hat oder überhaupt sehr sich nur zurückgehalten hat und so. Die Verse, die gerade solche Islamkritiker nicht verstehen, die mekkanischen Verse, die man so als poetische Verse nennt und die gar nicht gegriffen haben und die Gesellschaft nicht verändern und weshalb man dann später nach der Auswanderung zum Schwert gegriffen hat, ist absolut falsch. Also in Mekka, die Verse, die Gott sozusagen dem heiligen Propheten offenbart hat und er das an sein Volk gebracht hat, an seine Gegner gebracht hat, die waren sehr, sehr warnend. Sie waren der Inhalt dieser Verse war, dass die Zeit der Mekkaner gekommen ist, falls sie sich sozusagen nicht zu Gott berufen und nicht den einen Gott akzeptieren, aber nicht, dass sie durch das Schwert ausgelöscht werden, sondern durch das Argument. Das war sozusagen die Ebene, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingeschlagen hat. Gut, er wurde dann, das müssen wir jetzt nicht so weit ausführen, Mütter und Väter wurden vor den Kindern erschlagen, ermordet, am lebendigen Leibe in 2 Stücken geteilt und es gab sehr viel Gräueltaten seitens der Mekkaner und die Muslime waren gezwungen, man hat ja gegenwärtig diese Situation mit den Flüchtlingen, wenn man sich einen Flüchtling anschaut, dann weiß man, wie viel er hinter sich gelassen hat. Da gibt es, es gab Muslime, die waren, die hatten ihre eigene Unternehmen, die hatten ihre eigene Geschäfte, die hatten ihre eigene Besitztümer, die hatten ihre eigenen Häuser, die haben ihre Eltern verlassen und die haben ihre Familien zurückgelassen und sind ausgewandert, nur um den einen und den wahren Gott anzubeten. Das war der einzige Grund. Und das war auch die Voraussetzung, dass den Muslimen dann erst, als sie den Schritt gemacht haben und der sozusagen ganzen Welt, obwohl sie auch aus heutigem Standpunkt aus gesehen, das Recht hatten, dort sich zu Wehr zu setzen. Und man darf nicht denken, dass Muslime damals schwach gewesen wären in Mekka und deshalb nicht die Gelegenheit hatten, sich zu wehren. Es gab sehr viele Gefährte des Propheten Muhammad, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, O Prophet, lass uns doch zu Wehr setzen. Wir wollen doch mit den gleichen Methoden, wie wir auch angegriffen werden. Und falls das Argument wäre, dann muss man doch analysieren, wie der erste Krieg überhaupt zustande gekommen ist und wo der überhaupt ausgetragen wurde. Das war direkt vor den Toren jener Stadt, also von Medina, wo die Muslime geflüchtet waren. Und Badr, der Ort, das Feld, wonach der erste Krieg benannt ist, ist nur einige Kilometer weiter weg. Das heißt, wenn die Muslime dann eine aggressive Taktik eingeschlagen hätten, nachdem sie ausgewandert sind, dann hätte der Krieg irgendwo um Mekka herum stattfinden müssen. Also es geht kurz gesagt einfach darum, dass die Muslime, die ja vorher in Mekka gelebt haben, die dort viel Feindschaft und Verfolgung erlebt haben, immer versucht haben, dem Krieg zu entgehen und sozusagen aus einer Notwendigkeit heraus oder einer Unmöglichkeit heraus etwas anderes zu tun, diesen Krieg führen mussten. Das ist, glaube ich, das Recht zur Selbstverteidigung. Ist auch durch die UNO-Charta heutzutage so geregelt. Das war nie weg. Das ist ein Gut des Menschen, das er sozusagen durch seine Existenz einfach besitzt, ja, das ist selbst zu verteidigen. Und auch weitere Kriege, wenn wir die haben auch um Medina herum stattgefunden. Sonst und vor allem
die Anzahl der Muslime, die in den Kriegen gegen die Feinde gekämpft hat, war immer um ein Drittel weniger oder noch mehr. Bis hin zu, dass beim dritten Krieg, in dem der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Verteidigungskrieg, muss ich jetzt absichtlich nochmal erwähnen, in dem der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beteiligt war, hat man sogar einen Schutzgraben um die Stadt ausgegraben. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht aggressiv vorgegangen ist, keine Aggressionskriege geführt hat, sondern nur sich selbst verteidigt hat und auf diesem Niveau. Genau, aber im Grunde genommen ist es, glaube ich, vielen Menschen ein Dorn im Auge, wieso überhaupt Krieg, also wieso muss ein durch Gott geführter Mensch überhaupt Krieg führen? Denn, das ist immer sozusagen die anschließende Erklärung, die auch Herr Hamid Abdessamad irgendwo bedient, der ISIS führt doch in der heutigen Zeit im Grunde genommen nur das aus, was quasi irgendwann im 7. Jahrhundert begonnen hat. Wie würden Sie das beurteilen? Es ist schon wirklich traurig zu sehen, wenn Menschen Ängste haben, wenn sie sich bestätigt fühlen, eben durch diese Kronzeugen, die herangeführt werden, Islamkritiker, Hamid Abdessamad gehört dazu, dass sie glauben, der Koran wäre eine Art Nachschlagewerk. Also man könnte, wenn man wissen will, wie mit Gewalt umzugehen ist, man kann einfach nachschlagen und dann liest man sich einen Vers durch und versteht das. Es gibt Theologie. Muslime können Theologie. Also man tut so teilweise, dass sie wären nicht dazu fähig, Theologie auszuüben. Ja? Wenn irgendjemand aufsteht und sagt, ich bin Muslim und aus 6000 Versen 6 herauszieht und sagt, ich lebe das jetzt so, ja, dann ist es schon wirklich traurig zu sehen, dass Menschen eher an dem Inhalt des Korans zweifeln, als daran zu zweifeln, wie der Leser ist. Ist er aufrichtig? Geht er rational vor? Ja? Und Leute glauben, dass Gewalt entsteht durch eine bestimmte Lesart des Korans. Anstatt zu denken, was ist, wenn jemand Lust an Gewalt hat und der macht sich eine Lesart? Also so rum wäre das eher logisch, aber nachzuvollziehen. Trotzdem bleibt so ein fader Beigeschmack. Ich glaube, man hat öfters in Talkshows oder in anderen Formaten immer wieder gehört, ja, das hat nichts mit dem Islam zu tun, das ist nicht mein Islam, da erkenne ich mich nicht wieder. Aber wenn wir mal wirklich einen kleinen Vergleich anstellen und sagen, okay, geben Sie mir mal 3 griffige Argumente, warum der ISIS nun mal nicht islamisch ist. Oder nicht sozusagen aus dem Islam heraus zu, also ob die Muslime sind, das können wir wahrscheinlich jetzt nicht in dem Moment jetzt klären. Ja? Das ist ja im Grunde genommen eine Entscheidung Gottes. Aber wieso sind sie nicht islamisch? Also nicht alles, was sich als islamisch bezeichnet, muss islamisch sein. Also wenn der Staat Nordkorea sagt, wir sind eine demokratische Volksrepublik Nordkorea, dann heißt es nicht, dass sie demokratisch sind, nur weil sie den Anspruch haben. Also wir sagen, das ist Etikettenschwindel. Da behauptet jemand, im Namen des Islam zu agieren. Und wir gucken dann uns die Theorie an und schauen, wie die Praxis umgesetzt wird. Und wir sehen da unglaublich viele Widersprüche. Darauf kann Imam Sab dann auch gleich tiefer noch eingehen, welche Widersprüche es da gibt. Aber verhält man sich im Krieg? Ja. Ja, es gibt über 40 Kriegsregeln, ja, die werden alle missachtet. Ja. Ja, also wo ist Barmherzigkeit? Also man sieht keine Barmherzigkeit in deren Aktionen. Also man tötet Unschuldige, man tötet Kranke. Also es wurden Krankenhäuser angezündet durch die IS. Man verbrennt Gefangene. Ist total gnadenlos, barbarisch. Und, ja. Also ja, überhaupt nicht mit dem Islam zu decken, würden Sie dem zustimmen? Ja, im Heiligen Koran heißt es eindeutig, wer einen Menschen zu Unrecht umbringt, hat quasi die ganze Menschheit umgebracht. Und ISIS hat ja wohl jetzt nicht nur einen Menschen zu Unschuld umgebracht, sondern sehr viele andere. Und vor allem auch die Durchsetzen des Glaubens durch Gewalt ist im Islam überhaupt nicht erlaubt. Glaube zu akzeptieren soll aus freiem Gewissen, freiem Willen passieren. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Ja. Lass den glauben, der möchte. Lass den nicht glauben, der nicht möchte. Ja, also das sind so ganz klare Aussagen. Und vor allem der Islam ist kein Label oder keine Etikette, sondern ist ein Zustand. Ein innerer Zustand, bei dem man sich freiwillig Gott unter
ordnet, sich ergibt, Gottes Gesetzen ergibt und Frieden erfährt dadurch, ja. Und wer diesen Zustand nicht aus freiem Gewissen heraus, aus freiem Willen heraus anstrebt, der wird nie schaffen, das hinzubekommen und dazu zu gelangen. Wir müssen da unterscheiden, ob die Menschen, die in den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angenommen haben, aus Angst oder aus Liebe an dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelangt sind und ihn so verherrlicht haben. Ja. Und Angst, wissen wir alle, aus verschiedenen Lebenssituationen haben wir auch schon immer selbst erfahren, auch wenn unsere Eltern versuchen, und in der modernen Erziehung ist ja auch so, uns Angst zu machen, dass wir uns an bestimmten Regeln zu halten haben, sind wir aus Inneren heraus schon rebellisch. Yeah. Wir sind nicht dem geneigt, das umzusetzen, was Eltern von uns fordern. Und eine Religion, die in die Tiefen unseres alltäglichen Lebens eingreift, kann durch Angst unser Leben nicht bestimmen. Und ein Punkt, den ich dazu sagen will. Leute denken, ja, warum fühlt ihr euch immer so beleidigt? Warum schmerzt es euch so sehr, wenn euer Prophet sozusagen angegriffen wird? Und schmerzt es auch und teilweise noch mehr, wenn Menschen sagen, unter falscher Flagge andere Menschen töten. Also wenn sie die sagen, wir sind Muslime und dann nicht nur Andersgläubige töten, sondern sogar Muslime töten. Yeah. Und das wissen viele Menschen nicht. Yeah. Also wir haben wirklich eine Liste von Thesen und Argumenten, wo ich auch schon eingangs gesagt habe, dass da wirklich sehr, sehr viel zu machen ist. Auf einen Punkt, also letzten Punkt würde ich sozusagen noch kommen, weil wir aus zeitlichen Gründen wirklich dann uns noch ein bisschen in gewissen Strukturen halten müssen. An dieser Stelle der Punkt, Herr Ahmed Abdel-Samad sagt in seinem Buch, dass er die Motivation überhaupt, um dieses Buch zu schreiben, vor allem diejenige war, dass er gesagt hat, das ist ein Mensch, der hat im 7. Jahrhundert gelebt und hat immer noch Macht und Gewalt über Menschen im 21. Jahrhundert. Wie kann ein Mensch über 14 Jahrhunderte andere Menschen so kontrollieren? Das fängt sozusagen bei der Waschung zum Gebet an, geht dann weiter über das Gebet selber, die verschiedenen Stellungen und die Verse und dann, wie man heiratet, wie man sozusagen im Sterbesfall sich zu verhalten, also wirklich durchstrukturiert. Und er meint, das ist so eine Macht. Ja? Und also, wie erklären Sie sich diese Macht? Ja, also es ist schon irgendwo furchterregend für viele. Naja, eigentlich nicht. Also das muss man auch ein bisschen tiefer beleuchten, weil die Muslime gehen von einer Natur des Menschen aus, die aufrechtzuerhalten ist. Und ganz banal gesagt, Gott hat sozusagen eine gewisse Natur und die Menschen sind im islamischen Glauben dazu angehalten, diese Natur nachzuahmen. Gottes, es heißt im Heiligen Koran, die schönsten Farben hat Allah und wer ist schöner, in Charakterzügen sind damit gemeint als Allah. Und man sollte immer bestrebt sein, diese Charakterzüge, diese Eigenschaften, Attribute Allahs nachzuahmen, um zwei Dinge zu erreichen. Einmal den Kontakt zu Gott zu finden und mit seinen Mitmenschen gut umzugehen, die Rechte und Pflichten gegenüber den Mitmenschen auch darzulegen. Wie das funktionieren soll, das hat Allah selbst beschrieben, dass er eben durch diese Khalifen, durch diese Statthalter ein Vorbilder zu jeder Zeit in der Welt gesetzt hat, die dann sozusagen durch Nachfolgern immer aufrechterhalten worden sind. Und der heilige Prophet Muhammad ist für die Muslime die Vervollkommnung des Prophetentums überhaupt sozusagen. Er vereint die Vorzüge aller ihm vorangegangenen Propheten. Und dieses Verständnis haben die Muslime. Und wenn die Muslime haben ja nicht angefangen, heute mit seiner Person irgendwie sich in Verbindung und zu konfrontieren. Nein, es passiert ja durch die Sunna, die der heilige Prophet vorgelebt hat, hat es ja schon immer einen Check gegeben, eine Überprüfung dessen, ob das, was im heiligen Koran von Liebe und von Barmherzigkeit und von der Nachahmung Gottes Attributen gesprochen wird, ob das auch vom heiligen Propheten auch so umgesetzt worden ist. Und seine Gefährten haben genau das gesehen, dass sozusagen Gott sich in diesen Menschen hat wiedergespiegelt, ja, und diese Liebe sozusagen ausgegangen ist. Und das hat diese Menschen gefesselt. Die sind deshalb sozusagen an ihm behaftet gewesen. Und die haben dann die Sunna, die Verhaltensweise des Propheten Muhammad in ihren nächsten Generationen weitergegeben. Ja. Und weil
Weil, ja, okay, stellen Sie ja, Ihre Frage zu. An dieser Stelle, da sozusagen brennt es an der Zunge, so, ja. man will da nochmal nachhaken. Also, ich verstehe es. Man hat das sozusagen für sich erworben, gibt es von Generation zu Generation weiter. Was viele aber dann denken ist, das ist doch einfach weitergegeben, es ist unreflektiert, sie sind seit 14 Jahrhunderten in dieser Religion und glauben es immer und immer und immer und immer wieder. Ja, also wie kann ein Mensch im 21. Jahrhundert, und das sagt ja Hamza Bustamante, im 21. Jahrhundert in einer pluralistischen Gesellschaft sitzen? Ja, sie sind auch hier aufgewachsen, sie auch, sie haben sozusagen all das erlebt. Wie kann er das doch weiterhin so aufrechterhalten, diesen Glauben? Also wie kann man daran einfach glauben? Ganz einfach, weil wir der Überzeugung, gerade die Ahmadiyya Muslim Jamaat, also eine messianische Reformbewegung, der Überzeugung ist, dass Gott heute noch lebendig ist und zu den Menschen spricht. Jeder von uns, der dieser Gemeinde angehört, macht gewisse Erfahrungen, spirituelle Erfahrungen. Das ist nicht nur einfach ein Dogma, das ist nicht einfach ein Glaube, sondern das ist, sozusagen, das ist Wissen. Ja? Und dieses Wissen basiert eben auf persönlichen Erfahrungen, die jeder von uns gemacht hat. Und für uns hat sich erwiesen, dass diese Lebensphilosophie, und der Islam ist eine Lebensphilosophie, und warum entscheide ich mich für eine Lebensphilosophie? Weil ich sehe, wie viele Weisheiten damit verbunden sind, wie viel Wissen ich dadurch erhalte und dass ich einfach im Alltag Erfolg damit habe und dass mein Alltag auch erleichtert wird dadurch. Und wir haben uns dazu entschieden, dieser Philosophie sozusagen anzugehören, weil das hat sich erwiesen über Jahrhunderte, es hat sich durchgesetzt und wir haben eine Bestätigung durch Gott, der immer noch lebt. Ja, also, aber trotzdem sagen immer viele, ja, und es ist trotzdem unreflektiert, weil wie soll der Mensch halt wissen, was wirklich vor 1400 Jahren passiert ist? Ja? Also, Sie sprechen von Erfahrungen, spirituellen Erfahrungen, nehme ich mal an. Das ist etwas, was jetzt in der Gesellschaft jetzt spirituelle Erfahrungen, darunter kann sich keiner was vorstellen. Also vielleicht Sie persönlich, wie haben Sie das für sich ausgemacht? Also dass das jetzt der Prophet ist, den ich folgen will und dem ich mein Leben widmen möchte, so wie Sie es ja im Grunde machen. Ja, es ist ja nicht so, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selber auch gesagt, dass das Kind sozusagen neutral geboren wird, aber durch den Einfluss der Eltern sozusagen eine bestimmte Religion annimmt. Aber die Natur des Kindes ist heute die gleiche, die vor 2000 Jahren oder 5000 Jahren gewesen ist. Und wenn man auch in der heutigen modernen Welt im Westen aufwächst, ist man ja auch allem, was einem so im Leben begegnet, kritisch gegenüber gestellt. Und es ist nicht so, dass in unserer Gemeinde, wie er gerade angesprochen hat, alles totgeschwiegen wird und so. Man hat einfach so stur und blind irgendwas nachzuahmen. Wir haben Diskussionen innerhalb der Gemeinde, Dinge, die wir nicht verstehen, haben wir sozusagen durch den offenen Dialog innerhalb der Gemeinde zu klären. Und uns wird es auch erklärt und es werden dann immer wieder Schritte sozusagen beigebracht durch verschiedene Erziehungsarbeiten, wie man sozusagen diese Erfahrung mit Gott machen kann. Ja? Und bei uns wird auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass auch eine praktisch das Gebet auch umgesetzt wird, was vom Heiligen Prophet auch verlangt wird, dass auch der richtige Umgang, den der Heilige Prophet damals gelebt hat, auch an den Tag gelegt wird. Und wenn das alles sozusagen aufgeht innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, wenn wir unsere Beziehung zu anderen Menschen sehen, die, wenn sie uns kennenlernen als Gemeinde, dann sagen, ihr seid ganz andere Muslime. Wieso sagen sie das plötzlich? Weil wir eben diesen Ansatz haben, dass wir versuchen, dass jeder individuell und wir als Gemeinde versuchen, dass wir einen lebendigen Kontakt zu Gott haben. Und der ist zu erreichen. Und das ist vor allem auch, weil wir in dieser Zeit, auch durch die Prophezeiung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht alleingelassen worden sind. Wir haben innerhalb des Islams eine sozusagen eine Reform genossen, die sich jetzt nicht als eine Reform versteht, wie sie im Christentum gefordert und durchgeführt worden ist, dass wir Inhalte verändert haben. Nein, wir sind zurück zum Ursprung gegangen. Und das ist durch den verheißenen Messias al-Islam passiert. Und den hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst für unsere schwierige Zeit prophezeit. Und an diesen glauben wir und deshalb haben wir auch die Lösungsansätze. Das sind viele Dinge für viele Zuschauer auf einmal, aber wir werden zu diesem Punkt auf jeden Fall nochmal kommen. Ich glaube, dieser Reformationsansatz ist ja auch ein Anliegen, was Hamza Bustamante hat. Also ist er sozusagen derjenige, der Anspruch ist da, ja, auch wenn Sie meinen, dass vielleicht da, aber wie gesagt, ja, zu dieser Diskussion. Ja? Er fordert nicht nur Reform, ja. Er fordert eine Art, sagt man soll alle Grundlagen sozusagen verneinen. Man soll nicht mehr der Überzeugung sein, dass es Gottes Wort ist.
Man soll nicht sagen, dass es widerspruchsfrei ist. Man soll den Propheten anzweifeln, dass er überhaupt existiert hat. Ja. Oder dass er überhaupt sagen, den... Was Reformation an sich zu bedeuten hat. Also zu diesem Punkt werden wir gleich nochmal kommen. Den möchten wir noch nicht vorwegnehmen, weil wir uns nochmal damit auseinandersetzen möchten. Also ob diese positive, also für viele ist das, glaube ich, immer noch so eine sehr positive Sicht. Also gerade wenn man die Quellen nicht vor sich liegen hat und sagen kann, okay, das ist jetzt eine Übertreibung, eine Untertreibung oder wie auch immer, ist es natürlich schwierig. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man andere Meinungen auch diesbezüglich sich anschauen kann. Hat unsere Redaktion da ein paar Aussagen mal zusammengesammelt, die wir Ihnen im nächsten Beitrag zeigen möchten. Hamed Abdelsamad wird für sein neues Buch gefeiert. Aber nicht nur. Er erntet auch Kritik. Immer wieder. Er will eine Diskussion anstoßen über Mohammeds Unantastbarkeit. Ich will mehr Unruhe stiften. Renommierte Islamwissenschaftler und Journalisten sprechen von eklatanter Täuschung. Abdelsamad macht sich jedoch noch einer viel größeren Naivität als der willkürlichen Auswahl der Quellen schuldig. Sein Islam- und Mohammed-Bild verdankt sich letztendlich genau dem fundamentalistisch-salafistischen Islam, den es bekämpfen will, so der Islamwissenschaftler Stefan Weidner. Daniel Bax, Taz-Redakteur, kritisiert: Er klaut sich aus den historischen Quellen zusammen, was ihm passt, und was ihm nicht passt, das verwirft er. Des Weiteren stellt er Hamed Abdelsamads Nähe zur rechtspopulistischen AfD fest. In diesem Sommer trat er in mehreren AfD-Ortsverbänden auf, von Mölln über Berlin bis Bayreuth, wo er ein gern gesehener Gast war. Auch die FAZ beschäftigt sich mit seinem Buch. Das Urteil: Das Buch sei stellenweise geschmacklos und voller Fantasien des Autors, die er dem Propheten zuschreiben möchte. Islamwissenschaftler Mohammed Samar Murtaza sagt zu Abdelsamads Wissenschaftsanspruch: Das Buch sei ein Pamphlet, nicht mehr. In dem Beitrag ist, glaube ich, nochmal ganz gut deutlich geworden, wie viele auch sozusagen gestandene Persönlichkeiten aus der deutschen Literatur oder aus der Philosophie doch sehr wohlwollende und positive Worte für den Propheten Mohammed, Friede und Segen sein mit ihm, gefunden haben. Aber in dem Buch wird häufig sozusagen, wie wir es gerade schon angeschnitten haben, eine Reform im Sinne des Christentums eingefordert. Wenn wir jetzt aber die Aussagen von Goethe und von Lessing etc. jetzt sozusagen zugrunde nehmen und auf die beruht er sich, er sagt ja, dass es viel aufklärerischere Literatur gab, die Menschen sind hier in dieser westlichen Gesellschaft schon weiter, und auf der anderen Seite fordert er von den Muslimen diese Reform. Wo ist da die Waage? Also was ist da die richtige Reform oder die Vorgehensweise, wie Muslime diese bestehenden Probleme, die ja unbestritten vorhanden sind, lösen können, die er auch aufwirft in dem Buch? Man muss sehen, Hamed Abdelsamad ist bei seiner Quellenwahl sehr selektiv und er sucht sich ja aus einem Spektrum von Argumentationen immer die heraus oder die Quelle heraus, die zu seinem Weltbild passt. Ist ja, man könnte es als eine Art Roman bezeichnen, den er schreibt. Ja? Und was wir einfach machen ist, es gibt eine Hadith-Wissenschaft, die er vollkommen außen vor lässt. Ja. Also wir sind ja der Auffassung, und das hat der verheißene Messias, der Begründer unserer Gemeinde, für uns klargestellt, dass das die Überlieferung, das Hadith, was dem Koran widerspricht, als schwach anzusehen ist. Ja. Wir werden den Punkt gleich nochmal betonen. Im Grunde genommen, was mir feststeht, passiert ist, es ging in dieser Matz jetzt in erster Linie darum, dass wir in der Vorgehensweise von Herrn Abdelsamad ein paar Punkte haben, die noch mal näher zu beleuchten sind. Auf den Reformpunkt werden wir noch später zu sprechen kommen, aber eventuell könnten Sie noch mal darauf zu sprechen kommen, wie sehen Sie erstmal seine Vorgehensweise aus wissenschaftlichen, da Sie auch Islamwissenschaftler sind, wie ist es einzuschätzen? Und wir haben externe, sozusagen über die These hinaus, die wir in der Matz gesehen haben, das gesehen. Also es gibt sehr, sehr viele Stimmen, die mittlerweile sich damit auseinandergesetzt haben, mit dem Buch und zu dem Schluss gekommen sind. Es mangelt an Wissenschaftlichkeit. Es werden sehr, sehr oft, um Argumentationen irgendwie überhaupt möglich zu machen,
werden Begriffe benutzt wie vermutlich, scheinbar, möglicherweise oder es könnte sein. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, das sozusagen auszuzählen, wie oft das passiert. Und es ist mehr als 60 bis 70 Mal, zwischen 60 und 70 Mal ist es so, dass er, um seine Argumentation irgendwie oder seine Geschichte zu spinnen, dass er diese Worte benutzt. Und es gibt in der Wissenschaft, oder man muss unterscheiden immer, zwischen Meinen und Wissen. Ja? Also man kann etwas zurückführen auf eine Quelle, ja? Dann muss man die Quelle untersuchen. Und das macht er oft nicht. Also was ich mit Hadith-Wissenschaft auch meinte, ist, die er vollkommen vernachlässigt ist, wenn wir uns einen Hadith anschauen, dann müssen wir auch immer darauf schauen, woher kommt das, wer hat das ausgesprochen. Und in 2, 3 Fällen ist mir selbst auch aufgefallen, dass er bestimmte Überlieferer nennt, die bekannt sind als diejenigen Überlieferer, die schwache Hadiths überliefert haben, die Sachen erdichtet haben. Und Also ganz kurz nochmal zur Erklärung. Also was meinen Sie jetzt mit den Hadiths? Also das sind die Aussprüche des Propheten, die festgehalten wurden mehrere Jahrhunderte, 2 bis 3 Jahrhunderte nach dem Propheten, nach dem Ableben des Propheten. Und warum ist das eine schwache Quelle? Weil Sie ja darauf basiert haben, dass es eine schwache Quelle wäre. Woran macht man das aus? Zum einen, wer hat das gesprochen? Also man schaut sich die Rechtschaffenheit, die Aufrichtigkeit des Überlieferers an, dann schaut man sich die Überliefererkette an, ist sie lückenlos? Und dann schaut man, findet man dieses Hadith auch in einer anderen Form von anderen Überlieferern. Yeah. Also es gibt da eine Wissenschaft, die er vollkommen vernachlässigt. Yeah. Er holt sich einfach ein Hadith raus und nimmt das als Fundament für seine Geschichte. Okay. Also die Vorgehensweise so entspricht einfach, dass die Lesart sozusagen genommen wird, die sozusagen die meisten Toten, die schlimmsten Vergehen und alle andere Dinge darstellen, ohne auf den Verfasser bzw. Berichterstatter zu achten. Er benennt ganz oft die Quellen nicht klar und Okay. Er ist nicht sorgfältig in der Wissenschaftlichkeit. Da wir fortgeschritten sind in der Zeit, wie versprochen nochmal der letzte Bericht über diejenigen, die positiv sich zu dem Propheten geäußert haben, unter Philosophen und Dichtern und Denkern. Dann würde ich nochmal die Redaktion bitten, diesen Beitrag einzublenden und würde die Zuschauer nochmal ein paar Daumen bitten. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, Barmherzigkeit für die Menschheit, Vorbild für Millionen von Muslimen. Im Westen wird er heute oft verschmäht, verunglimpft. Passt Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, tatsächlich nicht in die abendländische Kultur? Was sagen die Vorreiter, Dichter und Denker dieser Kultur? Johann Wolfgang von Goethe beschäftigt sich fast sein gesamtes Leben mit dem Islam, liest den Koran, studiert die Religion der Muslime und sagt Sätze wie närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Weil Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frage ich nicht. Dass er das Buch der Bücher sei, glaube ich, aus Muslimenpflicht. Dem Propheten Mohammed, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, widmet er sogar ein Preislied, der Titel Mahomets Gesang. Gotthold Ephraim Lessing schreibt Nathan der Weise. Heute wird über den Islam gesprochen. Er recherchiert, forscht nach, liest den Koran. Jules Messerman, der amerikanische Psychoanalytiker, stellt die Frage, wer war der größte spirituelle Führer? Seine Auswahlkriterien? Der Mensch sorgt für das Wohlergehen seiner Gefährten, etabliert eine sichere soziale Gesellschaft und er muss eine Glaubensideologie vorlegen. Das Ergebnis seiner Forschung? Zitat: Der vielleicht größte Führer aller Zeiten ist Mohammed gewesen, der diese 3 Bedingungen alle erfüllt. Der Schriftsteller Sir George Bernard Shaw verzeichnete über Mohammed, Zitat: Ich habe ihn studiert, diesen wunderbaren Mann, und meiner Meinung nach war dieser weit von einem Antichristen entfernt. Man kam nicht umhin, ihn den Retter der Menschheit zu nennen. Mahatma Gandhi sagte, es war nicht das Schwert, das dem Islam seinen Platz in der Geschichte beschert hat. Es war die rigide Einfachheit, die absolute Bescheidenheit des Propheten Mohammed. Es war seine peinlich genaue Beachtung von Versprechen, die intensive Hingabe zu Freunden und Anhängern, seine Furchtlosigkeit und sein fester Glaube an Gott und seine eigene Mission.
Die britischen Historiker Edward Gibbon und Simon Oakley kommen zu dem Schluss, Mohammed errang seinen großen Lebenserfolg schlicht durch moralische Kraft. فر من فيضانه الأعلى ومما أفرغ ما كان قلبا تائبا بل كان لحما أسلغ من فر من فيضانه الأعلى ومما أفرغ. Wir haben einen Goethe, der Lobgesänge auf den Propheten Friede und Segen sein mit ihm singt. Wir haben ein Lessing, der Nathan der Weise schreibt, das die Aufklärung, glaube ich, auch in gewisser Weise nachhaltig beeinflusst. Auf der einen Seite die Forderung, sich sozusagen dem Aufklärungsprozess anzupassen und auf der anderen Seite diejenigen, die Aufklärer waren, sagen so positive Dinge. Wie passt das miteinander zusammen? Ja, es ist natürlich auch eine Sache davon, wie nähere ich mich dem Koran. Und was sehr, sehr viele Menschen eben machen, die Ängste haben, die misstrauisch sind gegenüber Muslimen, dass sie sich dann eben bestimmte Leute suchen, die diese Ängste bestätigen. Und dann treten sie vor dem Koran und stehen davor und haben eine entlarvende Sicht oder eine Sicht, die auf Kritisieren aus ist. Und natürlich finden sie dann etwas für sich, ja. Und es steht auch selbst im Koran, nur diejenigen können den Koran verstehen, die mit reinem Herzen sich daran wagen, ja. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass selbst im Koran es heißt, es gibt bestimmte Verse, die sind ganz deutlich, andere können, bedürfen einer Interpretation und diejenigen, die Verderbnis in ihren Herzen haben, werden sich genau die Verse rauspicken, um Zwiespalt zu sehen. Aber wenn wir sozusagen auf die Praxis in der islamischen Welt ausgehen, viele sehen das Frauenbild der Muslime sehr, sehr negativ. Also bei allem sozusagen Lob für den Propheten, Friede sei mit ihm, Friede und Segen sei mit ihm, sagen viele, ja, aber was ist mit dem Frauenbild? Ich gehe bei vielen Dingen mit ihnen mit. Aber vielleicht ein ganz kurzes Wort noch. Wie war denn der Umgang des Propheten selbst, weil er ja direkt in diesem Buch angegriffen wird? Wie hat er denn sich mit Frauen sozusagen... Also wie war das Verhältnis? Naja, wenn man macht oft den Fehler, dass den Islam muss man als Ganzes sehen und jedes einzelne Gebot hat sozusagen wird unterstützt durch andere Gebote, durch andere Lehren und dieses Ganze ist entscheidend dafür, um überhaupt beurteilen zu können, wie der Heilige Prophet oder der Islam überhaupt mit Frauen umgeht. Wenn wir sagen, ja, Frauen haben eine gewisse Schleier zu tragen, es steht auf der anderen Seite dem Mann das Gebot sozusagen über den Kopf, dass er seine Blicke zu Boden wirft, ja, dass er durch seine Haltung sozusagen schon auch verkörpert, dass er ein Leben führt, was sozusagen seiner eigenen Familie gewidmet ist. Und das ist auch, also dieses ganze Frauen- und Männer-Thema, Geschlechter-Thema ist eingebettet in der Philosophie, wie der Islam die Familie sieht. Ja, der Islam ist eine sehr familienfreundliche und familienorientierte Religion, die die kleinste gesellschaftliche Institution sozusagen aufrechterhalten möchte. Ja. Und dabei ist natürlich, wie auch in anderen Dingen, die man in einer Gemeinschaft schaffen möchte, geht man ja auf Kompromisse ein. Man zügelt sich, man setzt sich selber Grenzen in seinen absoluten Freiheiten, um überhaupt ein Miteinander entstehen zu lassen. Und das ist das, was der Islam sozusagen in allen Lebensbereichen überträgt. Aber wie hat der Prophet, ein griffiges Beispiel, wie hat er das gelebt? Also sehen Sie sozusagen den Propheten als Ursprung der Macho-Gesellschaft sozusagen in gewissen islamischen Strukturen, Familienstrukturen? Absolut nicht. Wenn wir die Überlieferung seiner Frauen selbst anhören, uns vergegenwärtigen, entnehmen wir, dass er sehr gütevoll mit den Frauen umgegangen ist, dass er auch eine gewisse Selbstverwirklichung, die ja nur im Namen der Emanzipation der Frau sozusagen überhaupt gedacht wird, dass er ihnen auch die Chance gegeben hat, sich selbst zu verwirklichen, sich in der Gesellschaft zu beteiligen. Seine Frauen waren beispielsweise auch Lehrerinnen, ja, seine eigene Frau Khadija war eine große Geschäftsführerin, ja, also diese ganzen Beispiele bezeugen doch, dass dieses Bild, was heutzutage von einem von den Muslimen über die Frauen vermittelt wird und was so hochgeschaukelt wird von den Gegnern, nicht richtig ist. Aber
viele würden behaupten, ist das nicht eine, also die Sicht von Herrn Imam, ist das nicht eine andere Form von Cherrypicking, also sich quasi aussuchen, was man haben möchte, auch das Positive hineinzunehmen? Also wie kann man, wenn ich jetzt sozusagen als Konvertit oder als sozusagen Externer auf diese Religion zugehe, es sind so viele Quellen, das haben Sie auch selber dargestellt, wie kann ich mich dort zurechtfinden? Wie kann ich sagen, wer ist richtig und wer ist falsch? Ganz einfach, also das muss natürlich, niemand wird es alleine schaffen. Es ist so viel Literatur. Natürlich wird er Anleitung benötigen. Und er muss sich dann natürlich eine Gemeinde, die eine Lesart vertritt, aussuchen. Ja, das wird er machen müssen. Also wichtig ist, dass... Diese ganze Problematik um den Islam herum müssen wir aus einem bestimmten Ansatz noch mal beleuchten. Der Heilige Prophet Muhammad hat diese Missverständnisse und diese Fehlinterpretationen und dieses falsche Zusammenfügen und dieses aus dem Zusammenhang reißen und dieses Instrumentalisieren von Muslimen, also von den muslimischen Gelehrten und von dem Antichristen sozusagen, der den Islam oder die Religion Schaden zufügen möchte, alles schon prophezeit. Und eine entscheidende Lösung hat der Heilige Prophet Muhammad uns mit auf den Weg gegeben. Und das ist der Hakam Adl. Das ist der verheißene Messias für diese Zeit, der sozusagen diesen Titel hat. Hakam Adl ist der gerechte Richter über genau diese Kontroversen und sich beißenden Aussagen. Und der soll entscheiden. Weil das ist nicht nur eine wissenschaftliche Sache, lassen Sie mich das nur kurz sagen. Es ist keine wissenschaftliche Angelegenheit, es ist auch eine spirituelle Angelegenheit. Und dieser Hakam Adl, dieser verheißene Messias hat durch die direkte Rechtleitung und durch die direkte Eingebung Gottes hat er die Möglichkeit, über diese Dinge zu entscheiden. Und wenn man sich mit seiner Lehre, mit der Reform des verheißenen Messias Islam auseinandersetzt, begreift man die wahre Natur des Islams. Vielen, vielen Dank. Das, glaube ich, ist als letzter Einstieg sozusagen ganz gut. Auch das würde eine Sendung füllen. Wir werden bestimmt noch im Folgenden noch auf diese Themen zu sprechen kommen. Zum Ende hin, da wir eine knappe Zeit haben, vielleicht nochmal der Hinweis, wir haben ein Buch gesehen, das kritisch mit den Propheten sozusagen sich auseinandersetzt, vielleicht sogar sozusagen hetzerisch, wie unsere Gäste hier das gesagt haben. An dieser Stelle die Biografie des Propheten Mohammed, Friede und Segen sei mit ihm, vom zweiten Kalifen der Gemeinde geschrieben. Und ich glaube, dass dieses Ende am Ende uns auch sagt, dass wir uns alle sozusagen mehr in diese Materie einlesen müssen. Wenn wir eine Meinung haben, müssen wir auch bereit sein, dafür etwas zu tun, die Wahrheit irgendwo dahinter zu verstehen. Mit diesen kurzen Worten möchte ich mich bei Ihnen verabschieden, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und beende die Sendung mit unserem Motto: Liebe für alle, Hass für keinen.